Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Crusader Kings 3 mit Indigenous Team Marburg im Königreich Rheinhessen. Und ich gehe sofort ins Spiel, schaue, was passiert, was zu tun ist, was Konrad noch alles machen kann, während er darauf wartet, dass er den großen Coup gegen Frankreich schlagen kann, wenn es darum geht, das Herzogtum von Flandern an das eigene Reich einzugliedern. Ja, genau. Wir warten jetzt vor allem erstmal. Ach Gott, was ist mit dem schon wieder los? Jetzt ist der verletzt oder verwundet. Hast du schon Kinder? Junge, du brauchst Kinder. Nur dann kann der Bruder begünstigt werden. Das ist schon klar. Jo. Gut, dann schauen wir einfach mal. Ach so, ja, ich war ja auf einer Pilgerreise und davon nun endlich ganz offiziell zurückgekehrt. Ich habe die Reise eines Frommen gemacht und hoffe jetzt sehr, auch mit dem Kreuzzug bald, dass ich Ablass von meinen Sünden bekomme, ganz ohne dem Papst all dieses viele Geld zu zahlen. Wobei ich auch überlegt habe, tatsächlich, oh, die Königin ist schwanger. Es wäre echt witzig eigentlich, hier erst 1500 Gold vom Papst zu bekommen und dann direkt im Anschluss ihm das Geld wieder geben. Mit ein bisschen Bonus. Aber nee, mache ich jetzt nicht. So, Helviva spricht mich an. Sie spricht mich auf das Stück, was ich hier von Gesa schaffen lasse, an und will spenden dafür. Natürlich, gerne doch. Und Herzog Ludolf der Dritte von Oberlothringen lädt mich zu einem Fest ein. Und da komme ich natürlich. Das wird mein Vergnügen sein. Ich freue mich schon drauf. Vielen Dank. Und ich fühle mich wie zu Hause. Es ist einfach toll, die ganzen Leute um mich herum. Sie mögen mich, ich mag sie. Und Herzog Ludolf sagt zu mir, ihr seid etwas ganz Besonderes, Konrad. Ulrich und Herzogin Katrin nicken, ja, das möchte ich aber auch meinen. Und somit passt das alles schon. Und ich führe auch eine Unterhaltung mit Graf Czeslaw. Aber er will über höfische Bündnisse reden. Und ich höre schon manchmal so richtig zu und deswegen fragte mich irgendwann, und so kamen wir auch diesem Schlamassel bei. Langweilig euch auch ganz sicher nicht. Noch mal ein kurzer Blick. Ich bin nachsichtig, aber auch ein bisschen ungeduldig, okay. Ja, ich bin ungeduldig, darum spreche ich mit ihr ein bisschen mehr über euch. Das ist, nee, komm, mal was anderes. Meine schönen Gewänder. Jedem war klar, dass Herzog Ludolf, aha, fragt man sich, ob er es wohl ernst gemeint hat, wenn er ja jetzt so betrunken ist. Aber vielleicht dann. Betrunkene sagen ja oft die Wahrheit. Also, er ist auf jeden Fall sehr betrunken und muss sich den Abend gerade nochmal durch den Kopf gehen lassen. Und meine Kleider sind voll verschmutzt. Aber ich bin nachsichtig. Das war eine reife Darbietung. Ich lächle es mal weg. Ja, ich kehre zurück nach Hause. Das Fest war großartig. Allerdings brauche ich neue Kleider. Ich will die auch gar nicht waschen, die sollen einfach weggeworfen werden. So, Inspiration. Die Hand einer Vermählten. Gesa unterhält sich gerade mit meiner Frau. Oh, es geht um einen Schauschrank. So viel weiß ich inzwischen. Mein Schreiner scheint aber nicht sehr begeistert von ihr zu sein. Er verhehlt seine Verachtung kaum und ist von Einmischung meiner Vermählten offenbar offenkundig wenig angetan. Ja, aber puh. Gut, sie ist halt auch gerade. Guck mal, sie ist gerade schwanger, ne? Vielleicht beides okay. Beides nachvollziehbar. Nee, ich führe sie ganz vorsichtig weg. Komm schon, Schatz. Ist gut, lass gut sein. Lass ihn seine Arbeit machen. Sie ein bisschen ungehalten vielleicht, aber das schiebe ich jetzt mal auf die Schwangerschaft. Ich weiß es ja nicht besser. Und ein neues Festmahl in Maastricht. Ja, da werde ich ja wieder. Wahrscheinlich werde ich bald wieder übergewichtig, wenn das so weitergeht. Doch, hier war richtig. Mach bitte weiter mit Befehlshaber ausbilden mal. Eine herzliche Begrüßung durch Herzog Pfarrerwert von Jülich. Er ist irgendwie mit mir verbunden. Er kommt aus dem Haus Marburg. Sogar Haus Marburg. Dynastie sowieso, aber auch Haus. Okay, ja. Dann schauen wir uns das Fest mal an. Oh nein, warte kurz. Gesa, mein inspirierter Künstler, spricht mich darauf an, ob es nicht gut wäre, das Artefakt jemandem zu widmen, beziehungsweise vielleicht komme ich auch selbst darauf. Nun, das war so ein Gedanke. So ein Schauschrank. Ja, komm, für Günther, also für Herzog Günther von Niederlothringen, Blankenheim. Und hier mein Onkel Viktor. Auch Marburger, ne? Deswegen, warum eigentlich nicht? Doch, das mache
Versprochen ist versprochen. Au, 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 au. Nein, wirklich, rufe der, ich tue alles, worum er mich bittet. Wirklich alles, sagt es einfach und es soll geschehen. Oh, damit hat er sich jetzt... Tja, damit hat er sich keinen Gefallen getan. Ich bin allerdings nachsichtig. Und so sage ich, also Quarabert ist zu betrunken und weiß nicht mehr, was er da sagt. Und nehme das nicht ganz so als für bare Münze. Das Festmahl neigt sich dem Ende zu. Mein Ratskanzler Herzog Quarabert und ich finden uns in einem intensiven Gespräch wieder. Er fragt mich nach meiner Meinung zum Thema Gesetzgebung, das ihm auch selbst sehr am Herzen liegt. Und da ist bekanntlich, ich bin nicht gut. Ich wollte gerade sagen, einer meiner Stärken, aber ich sag mal, ich bin gut darin. Aber ich würde sagen, das Thema fasziniert mich ebenfalls. Und so unterhalten wir uns noch eine Weile über dieses Thema. Und die Freiheitsfraktion hat sich aufgelöst. In dem Moment auch, wo Geza mit dem Artefakt fertig ist. Und er enthüllt einen Schauschrank von guter Machart aus Ulmenholzplatten. Lackiert und hat nun einen satten, dunklen Glanz. Und das ist nun der Schauschrank der Marburg-Dynastie. Bringt ein bisschen Frömmigkeit und erhöht die Hofpracht. Das gucke ich mir natürlich direkt an. Sobald ich zu Hause bin, denke ich mir, toll. Das will ich mir jetzt direkt anschauen. Ich stelle, glaube ich, den Schauschrank hier hin. Uff, der ist aber groß. Nein. Ich glaube, der Schauschrank macht vielleicht doch da hinten ein bisschen mehr Sinn. Da steht er sehr arg im Raum. Ja, der ist mächtig tatsächlich. Okay, aber jetzt haben wir endlich mal ein Möbelstück, wie es sich gehört. Oh, das Bündnis ist mit Savoy ist ausgelaufen. In dem Moment, wo auch der Kreuzzug anfängt. Das ist schade, warum eigentlich? Wer ist jetzt König von Savoy? Savoyards. König Jacques. Er ist mein Cousin. Ich würde meinen... Können wir nicht einander Freunde sein? Nicht so, also ich wollte euch verbunden meinen, aber können wir mal gucken, ob eine Freundschaft geht. Weil eigentlich bräuchte ich den schon auch für gegen Frankreich. Oh nein, der ist so irgendwie. Na gut, vielleicht können wir trotzdem mal ein bisschen mehr auf unsere Seite ziehen. Schauen wir doch mal gleich. Aber in der Zwischenzeit ist endlich die Zeit gekommen, um den heiligen Zorn von St. Georg über die elenden Ungläubigen von Kastilien zu bringen. Mit rechtschaffender Wut brennen bricht die vom Papst Alexander aufgestellte große Armee von Kreuzrittern mit unnachgiebiger Entschlossenheit auf, um sich einen Platz im Himmelreich zu verdienen. Ja, in diesem Punkt alles richtig. Soweit das geht, schneller von hier hinten. Das macht keinen Geruch. Wobei, hier könnten wir mit den Schiffen fahren. Ich will natürlich als Erster oder mit einer der Ersten dort sein, um möglichst viel Kriegspunkte mitzubekommen. Also, die Armeen bitte ausheben. Kann man auch den Orden von Caladrava anwerben? Ach nein, die sind also automatisch alle auch beim Kreuzzug dabei. Okay, das heißt, sie unterstehen einem nicht. Mal zusammenschließen, bitte. Wurde vom Grobmeister. Ach so, ja, genau. Die werben sich einander jetzt an. 30.000 rheinhessische Kreuzfahrer sind auf dem Weg. Geführt von Graf Emmerich. Der ist natürlich der stärkste, aber mal ganz ehrlich. Ja, der ist natürlich deutlich am stärksten, klar. Ja, dann lassen wir ihn auch. Ich wollte eigentlich. Ich dachte, da steht Befehlshaber vergessen, aber verbessert. Ich glaube, eigentlich wäre es nachvollziehbar, irgendwie einen Herzog zu nehmen. Aber in dem Fall, weil das wird jetzt auch, glaube ich, gut anspruchsvoll, würde ich da lieber drauf aufpassen. Und Lubomir ist ausgetreten, okay. Ich habe einen weiteren Sohn, Hardwin. Hardwin, nee, Ferruccio finde ich auch nicht. Achso, das nicht. Nennen wir ihn Nikolaus. Nein. Johann finde ich schön. 300 fürs Oha. Okay, in dem Fall könnten wir mal Folgendes machen. Vielleicht jetzt, wo wir am Kreuzzug teilnehmen, einfach mal so ein bisschen Pufferfinanzierung des Kreuzzugs. Da macht er mit. So, okay. Ja, also wir sind hier viel dabei.
Was ist Ihr Problem? Mir ist zu Ohren gekommen, dass euer Erzbischof Nikolai daran arbeitet, unechte Ansprüche auf die Grafschaft von Ypern zu fälschen. Ich fordere euch inständig auf, zu bedenken, dass ihr von Rechts wegen König seid und nicht durch eure Gier. Das sagt mein Vasall. Ich weiß schon, was ich hier mache, Ludolf. So. Bei der Ausbildung des Kindes passiert noch etwas. Ein gemeiner Dieb wurde zum Tod verurteilt. Ich wollte wissen, was mein Sohn und Erbe Heinrich darüber dachte und erkundigte mich nach seiner Meinung. Er antwortete, dass das Urteil deutlich zu hart gewesen sei für ein derart geringes Verbrechen. Und ich sage, die Strafe war dem Verbrechen in der Tat nicht angemessen. Das sage ich, weil ich auch schon gerecht bin und das sehr gerne an meinen Sohn weitergebe. So, wir haben die Belagerung erst gewonnen von Tarragona, ein bisschen Geld damit gemacht und Gefangene. Und ich möchte tatsächlich, wir gehen direkt weiter bis nach Sarah. Oh, da sind 54.000. Den möchte ich vielleicht doch nicht, dass wir uns so weit aufteilen. Und gehen auf Alkanis. Diese 9.000 sind richtig mutig. Aber die Aussöhnungsphase ist im Übergang. Das finde ich sehr interessant dafür, dass wir uns gerade die Köpfe einschlagen, dass wir in der Aussöhnungsphase sind. Aber okay. Anfreunden Komplettstärke wäre besser, nicht schlecht. Oder, ja, machen wir doch mal. Bin ich ja gerade dabei. Passt doch also. So, jetzt wird spannend. Sie wollen definitiv hier. Die Frage ist, kommen die zu mir? Oder gehen wir ein bisschen zurück? So, ich bin jetzt auf jeden Fall genau im Gebirge. Und die hauen alle ab. Und dann das Entscheidende. Kann man noch rechtzeitig weg? Nee, also der Kampf findet statt. Und jetzt entscheidet halt, ob das restliche Kreuzfahrerheer mitmacht oder nicht. In der Zwischenzeit können wir noch sagen, Guillaume und meine Tochter Richara können einander heiraten. Das ist schön. Und bei dem Moment denke ich mir gerade, unverheiratet hat der savoyardische Mensch nicht noch zufällig. Nee, hat er nicht. Aber, oh, Galizien. Hier ist sogar jemand schlau. Ja, warum nicht? Das könnten wir doch direkt machen. So, jetzt wird es spannend. Genau, jetzt verliere ich derzeit wegen. Oh, die haben eine höhere Güte an Truppen. Das wusste ich nicht. Die kommen oder kommen sie nicht? So. Das hat schon mal funktioniert. Jetzt bin ich gespannt. Ja, oder? Ja, da kommen schon die ersten 8.000. Die müssen jetzt sehr schnell kommen. 5.000, 13.000. Ja, die laufen alle auf mich zu. Ich muss nur lang genug durchhalten. Und mein Befehlshaber wurde verbessert. Okay. Oh, die kommen zu spät. Werden jetzt wieder nach und nach aufgerieben, wenn ich das richtig sehe. Wie viele kommen denn noch? Hier unten nochmal 10.000. Bist du wahnsinnig mitten im Krieg? Gegen einen Grafen allerdings nur. Wir können das gerne machen. Ich sage mal ja. Aber ich werde halt nicht vorbeischauen, das weißt du auch. Mit einem Kreuzzug doch nicht. So. Jetzt mal gucken, machen wir mal Pause, weil ich. Oh, jetzt sieht es gut aus. Jetzt zum ersten Mal. Jawohl. Das wird eine gewaltige Schlacht. Wir konnten einige, aber wir gewinnen gerade auf jeden Fall. Das ist gut. Ich würde gleich mal für die Gefangenen hier. Achso, das sind Kinder. Kinder lassen wir mal direkt raus. Und dann schauen wir doch mal kurz. So, also. Helwig ist gestorben. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob der direkt zu mir gehört. Hier das erste Kind entlassen. Hier ist Kompromiss übergangen. Genau. Hier hätte jemand teilgenommen, wahrscheinlich weil wir jemanden erschlagen haben. Und wie viel wir jetzt erschlagen haben, gucken wir uns mal an. Verluste 8.000, Verluste 20.000. Das ist schon mal ein Pfund. Das ist schon mal sehr gut. Ritter. Also, Volkmar ist ein Ritter von mir verwundet. Na gut, das wird ja hoffentlich überleben. Hier sind auch einige verwundet. Graf Ruprecht von Langres, das ist einer von meinen, auch verwundet. Na gut, das wird ja hoffentlich überleben. Ja, ich gucke das kurz durch. Ja, und oh, aber einige haben wir erschlagen. Aber vor allem kleinere Charaktere. Gut, können wir ausblenden. Ja, dann gehen wir auch mal nach hier und machen jetzt auf jeden Fall diese Belagerung. Und dann gehen wir mal bis zur Hauptstadt durch, würde ich sagen. 5 Monate.
Jawohl. Dann haben wir noch. Wer bist du? Eieiei, Schildmeid, inzüchtig, Keuch, Spindeltür. Okay. Die gebe ich dir auch wieder. Oh, Gefangener. Wali Raff. Für 30. Der Krieg ist teuer, ich muss ihn irgendwie finanzieren, deswegen machen wir das auch so. Und wir hatten noch eins. Scheicher Estefania. Na gut, okay. Wir haben den von König Bogumil von Böhmen angeführten Krieg bereits gewonnen. Das ist ja hervorragend. Nicht, dass ich da irgendwas mit zu tun hätte. Wie gesagt, hier gehe ich jetzt mal weiter. Oh, ein Ritter hat sich verbessert. Ich werde mal an der Stelle, ich weiß nicht, ob das klug ist. Doch, hier sind so viele Truppen. Okay, wir sind mal deutlich in der Überzahl. Ich wollte gerade sagen, mich nicht darum kümmern, was die anderen hier machen. Hier kann ich jetzt einen Anspruch auf Ypern geltend machen. Das würde ich auch gerne machen. Und wir machen einfach weiter. Vielleicht funktioniert es bei den letzten beiden. Oder es wird noch eine andere Möglichkeit geben. Wie gesagt, jetzt mal hier weiter. Ein rutschiges Vergnügen. Papa, schreit mir Richenza ins Ohr. Ich schlage zögerlich die Augen auf, eins nach dem anderen. So können wir wohl auch aufwachen, schätze ich. Ich glaube nicht, dass ich meine Kinder. Bin ich nicht beim Kreuzzug dabei? Befindet sich in Frankfurt? Nein, okay, ich bin zu Hause geblieben. Das kleine Kind neben meinem Bett bebt buchstäblich vor Aufregung und hält Fäustlinge und eine teure Servierplatte umklammert. Es schneit draußen. Oh, es ist gleich Neujahr. Und ich will Schlitten fahren. Kommt mit mir. Ja, das mache ich. So, noch ein Tablett aus der Küche besorgt und ab auf das Tablett, um Schlitten fahren. Also hier geht wirklich der Punk ab. Hier wird auch wieder gekämpft, das ist sehr gut. An Freunden, ein unterhaltsamer Abend. Ach, hier geht es ja gerade um König Jacques. Nachdem ich davon erfuhr, dass König Jacques zu Gast in Luxemburg sein würde, beschloss ich, dass dies der perfekte Gelegenheit für ein Treffen mit ihm war. Auf meine Bitte hin saß ich das Abendessen immer neben ihm und wir hatten beide jede Menge Spaß. Ich war überrascht, wie viele Gesprächsinhalte wir fanden. Was für eine angenehme Person. So, ich muss mich beeilen. Leute, macht mal hinne. Ich will nicht, dass die anderen zuerst zur Hauptstadt kommen. Oder. Ja, wir laufen durch. Ich bin schon zu spät, oder? Hier ist auf jeden Fall Prinz Ludwig von Rheinhessen. Das ist mein Bruder, der jetzt nun eine kleine Helene. Ich glaube, wir haben schon eine. Ich komme mal. Oh, eine Elisabeth ist auch nicht schlecht. So, das hat mir jetzt ein bisschen Truppen gekostet, aber ich dürfte die Hauptstadt belagern. Also ja, das ist schon die Hauptstadt. Zumindest von Aragon. Falls. Aber da unten geht es eigentlich hin. Wir wollen ja dahin. Das machen wir später. Aber wenn wir hier so anteilig was kriegen, ist ganz cool. Ah, hier huldigt mir jemand. Gute Baron ist auch schon etwas älter, deswegen ist er wahrscheinlich auch nicht mit auf dem Kreuzzug. Das sei ihm verziehen. Aber hier nochmal, jetzt habe ich natürlich hier ganz viele Monate verloren. Aber das ist alles, läuft alles sehr gut. Ich bin da wirklich guter Dinge. Ich mache mal schnell ein bisschen schneller. Mir noch 3 Monate. Oh, ich werde angegriffen, aber da kommen gleich Verbündete. Ja, da kommen Verbündete rein. Margarete wird eingeladen nach Würzburg zu einem Spieltreffen. Natürlich wird sie da sein. Dagegen kann man ja nicht sagen. Oh, jetzt ist Folgendes passiert: Boleslav ist gestorben. Ich habe einen neuen Lehnsherrn, nämlich Boleslav. Damit ist aber auch das Bündnis ausgelaufen. Und meine Pläne, den französischen König anzugreifen, werden damit immer schwieriger. Wir könnten trotzdem noch ein Bündnis aushandeln. Ich würde sagen, das mache ich auch direkt mit dem neuen König, der derzeit krank ist, aber an sich noch jung und eigentlich guter Gesundheit sich erfreut. Wieder ein Rogalla. Er hat, das sind alles meine Nichten. Und hier hat einen Neffen und der könnte dann auch der neue Kaiser werden. Das schauen wir uns dann bei der Wahl später mal an. Aber ich werde ihm auf jeden Fall sofort huldigen und ein Geschenk überreichen, auf das ihr schnell gesund werden möget. Ich knie nieder und er ist zufrieden mit mir. Tut mir natürlich leid, das hätte man nicht an seinem Krankenbett direkt machen können. So, hier, dieser Kampf ist auch gewonnen. Das Bündnis ist geschmiedet. Ja, das gucken wir noch schnell an. Ja, da habe ich jetzt ein bisschen mehr Leute verloren, aber im Prinzip war das nie gefährdet. So,
Belagerung von Alkanis gewonnen. Wir sind bei 99% und ich werde eingeladen, als Ratskanzler zu dienen. Und das mache ich natürlich sehr, sehr gerne. Da bin ich nämlich richtig gut darin. Und das jetzt zur Zeit, hier die Truppen zusammenzuführen. Oh, was mache ich? Soziale Manipulation. Als es das erste Mal passierte, dachte ich kaum drüber nach. Aber mein Vasall Herzog Gunzelin wird immer kühner. Seine Herausforderungen bleiben nicht immer unbemerkt bei meinen Vasallen. Er lotet meine Grenzen aus. Okay, dann könnte ich ihn einfach nur anbrüllen. Ich erhalte Schrecken. Oder ich bin nachsichtig. Deswegen würde ich hier so ihn nicht manipulativ behandeln. Okay, das sehe ich ein. Brüllen wir ihn einmal kurz an und die Sache ist damit für mich auch gegessen. Heinrich wird erwachsen. Gleichzeitig kommt meine Tochter vom Spieltreffen zurück, sehr schön. Und Heinrich ist ein annehmbarer Unterhändler geworden. Nicht mehr, nicht weniger. Ein bisschen schlechter als ich so insgesamt, aber er ist auch ungeduldig, auch gerecht, aber auch fleißig, stattlich und kerngesund. Ja, ganz gute Voraussetzungen. Der ist offensichtlich gerade auf einem Kreuzzug. Und damit ist er auch schon vorbei. Das wird auch gleich der Schlusspunkt sein. Ich werde mir nur kurz angucken, was das bedeutet. Edmund wurde belohnt für den Beitrag seiner Familie im letzten Heiligen Krieg. Das schaue ich mir gleich an. Der Kreuzzug ist auf jeden Fall siegreich. St. Georg hat König Henrike den Sieg im Heiligen Krieg um Kastilien geschenkt, nachdem sie Malik Sarb und seine heidnischen Krieger in mehreren Schlachten besiegen konnten. Zwangen unsere Krieger die Feinde des Glaubens, ihre schändliche Niederlage einzugestehen. Nun, da besetzten Lande fest im Griff eines heiligen katholischen Herrschers sind, können wir in der Gewissheit ruhen, den göttlichen Willen durchgesetzt zu haben. Welch ein glorreicher Tag für alle wahren Gläubigen. St. Georg ist mit uns. Sieg. Das bedeutet König Enrique. War das hier. Nee, du bist Blasco. Jetzt bin ich mal gespannt, wer hier rauskommt. Also, wer das jetzt sein wird. König Enrique. Du bist jetzt also König von Navarra und Kastilien. Ah. Also ging es eigentlich nur um diesen Teil hier. Den ganzen Aufwand für so wenig. Weil das ist ja nach wie vor. Okay, wow, Leute. So sei es aber. Hoppla, das wollte ich gar nicht. Ich habe auf jeden Fall eine Hingabestufe erhalten. Wir machen das hier mal weg. Die Belohnung und Graf Emund. Also Emund ist jetzt ein Graf von Valladolid. Zeig mal. Cool. Das ist echt cool. Natürlich ist dem. Aber hier ein Marburger. Ein Marburger ist jetzt ein Graf in Spanien. Das finde ich richtig nice. Emund wurde belohnt, bla bla. Du bist auch Kreuzfahrer geworden, oder? Ist jetzt keiner von uns Kreuzfahrer? Ja, also erstmal lösen wir die Truppen schnell auf, bevor sie sich da hinten aufreiben. Das war nämlich schon anstrengend. Und alles, was hier jetzt gemacht werden kann, das schaue ich mir dann beim nächsten Mal gemeinsam mit euch an. Ich hoffe, oh, ein bisschen besser. Ne? Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und es wird genauso spannend auch weitergehen. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Tschüss.